Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Also ich habe versucht, heute auch für dich da zu sein und ich freue mich, dass ich das doch geschafft habe für dich und ich hoffe, du freust dich auch. Und natürlich, bevor ich mit der Mischung der Karten beginne, bitte ich dich, dass du erstmal deine Augen schließt und erstmal in der Energie der Kristallschale eintauchst. Und während ich natürlich die Karten für dich mischen werde, sende mir deine Gedanken zu. Warum geht es heute? Konzentriere dich und sende mir deine Gedanken bitte zu. Was ist wichtig für dich zu wissen heute in der Liebe, in deiner Seelenpartnerschaft, der Stand der Dinge jetzt? So, meine Lieben, das heißeste Video. So, warum geht es heute? Also, sehr schön. Also es geht hier, wie du siehst, um diese starke Anziehungskraft, also was zwischen euch besteht, dass es also sehr präsent auch heute ist. Es geht auch darum, um karmische Dinge. Also da sind auch sehr viele Gefühle und sehr viel Emotionen oder allgemein ist also sehr vieles noch im Verborgenen, also zurückgehalten, unterdrückt. Also das ist eine karmische Prozess auch und da kommt dein Herzensmensch entweder mit den Distanz, dass er also so von dir auch räumlich entfernt ist oder ist zwischen euch so eine große Unterschied einfach oder ihr habt einfach diese Weite zwischen euch. Also ihr seid so euch trennen in gewisser Art und Weise, in gewisser Art Welten, sage ich jetzt mal, entweder durch Entfernung, durch Alter, durch gesellschaftliche Schichten, durch Religion oder wie auch immer, da ist eine große, vielleicht auch eure Ansichten trennen euch dadurch und also wie du siehst, also ist schon sehr präsent heute. Also die Nähe und Verbundenheit und die Telepathie ist da, dennoch ist euer momentane Situation in kompletten Rückzug, also ist komplette Funkstille, Rückzug und das macht entweder dich traurig, dein Gegenüber traurig. Das ist eine Blockade da auf der spirituellen Ebene, auf der spirituellen Ebene. Und es geht auch hier weiter, wie du siehst, um dieses in Vertrauen zu kommen, dass es hier in das feste Partnerschaft übergeht und bei sich selber anzukommen. Also, wie gesagt, ja, sich wohl zu fühlen, in erster Linie natürlich um bei sich selber und zweitens ist das Vertrauen, die feste Partnerschaft und auch das gemeinsame Heim zu Hause und dass man dadurch auch in eigene Kraft kommt. Also, es kann jetzt für dich bedeuten, dass so dieses Endziel, das Endresultat, also von euch beiden eventuell auch erwünscht ist, die feste Partnerschaft, das gemeinsame Zuhause und dann halt in Glück und Begeisterung zu sein und alles umgesetzt zu haben. So, ich lege die Karten für dich aus. Schön, dass du da bist. Ja, in den Kraft zu kommen, damit dieses angekommen sein, also zu Hause zu sein, also umgesetzt werden kann. Ich lege jetzt für dich die Karten aus. Wir haben jetzt Sonntag, am Abend nehme ich das Video für dich auf. Und ja, also ich muss mal schauen, wann ich das nächste Video machen kann. Also ich habe das immer wieder vorgenommen, natürlich auch mehr Videos für euch zu machen. Dennoch sind auch immer viele Buchungen da
Und also der Tag hat 24 Stunden. Wie schade, wie schade. Ja, wie schade. Natürlich, also man kann ja nicht gleichzeitig überall sein. Und deswegen, das nimmt auch viel Zeit in Anspruch. Deswegen genießt das auch. Das ist ein großes Geschenk für euch. Heute ist Sonntag. Also ich war auch mit meiner Familie unterwegs. Also viele, viele schöne Sachen auch gemacht. Gestern gab es eine Fortbildung hier bei mir. Also die energetische Wirbelsäulenausrichtung. Allerdings auch natürlich unter den Umständen. Also von Corona nur ein Teilnehmer. Und deswegen kam ich auch nicht zum Video. Naja, so, aber dafür umso besser heute. Also ich denke, ich schalte das Licht hier ein, damit das für dich einfach heller ist, ja? So, meine Lieben. So, seid ihr bereit? Also, wie du siehst, es geht hier, wow, eine schöne Legung. Du bist voll im Gefühl, das gefällt mir, ja? Und da ist auch dein Gegenüber. Ihr seid zwar jetzt nicht ganz oben, mag schon sein, allerdings, das kann ja an verschiedenen Dingen liegen einfach, dass jetzt vielleicht auch deine Woche auch sehr voll war, sehr müde bist und also wie gesagt, müde war es heute oder wie auch immer, also energetisch seid ihr nicht ganz oben, ja, aber trotzdem, du bist im Gefühl und bist du jetzt hier in eine Wellenlänge mit deinem Herzensmenschen. Du schaust hier in der Stabilität hinein und ja, deine Intuition sagt dir, diese weibliche Energie, also du schaust regelrecht auf deinen Seelenpartner. Also, vielleicht fühlst du auch diese Weite, dass das so karmisch, diese Weite, diese Entfernung zwischen euch da ist, dass es auch so noch viele Dinge lösen soll. Also da ist noch die Zurückhaltung, die Diplomatie bei dir. Also unbewusst möchtest du gerne hier kommunizieren. Du möchtest gerne ja, alles von deiner Seele reden. Ja? Dein Gegenüber schaut hier in diese weibliche Aspekt, also das ist so eine schöne Energie, also das ist viel Verständnis, viel Empathie, viel Einfühlungsvermögen, Vertrauen, natürlich auch Vergebung und mit Stabilität in deine Richtung, mit Kommunikation, wenn das mal keine gute Botschaft für dich ist. Also unbewusst ist auch hier die Weite und das unbewusst weiß der auch, dass das halt karmisch ist und deswegen auch vielleicht auch diese Zurückhaltung. Da muss irgendetwas bei euch sein, was euch also regelrecht voneinander fernhält. Also verzeiht mir, ich habe mir jetzt noch schnell einen Kaffee oder einen Cappuccino gemacht. So, also wie du siehst auf der Kopfebene, bei dir ist auch ein Stück weit hast du das Gefühl, dass auch deine, in deine Spiritualität ein Stück weit nicht weiterkommst und du möchtest mehr in deine Kraft kommen. Du hast das Gefühl, du möchtest richtig bestimmte Dinge umsetzen und möchtest du endlich mal ankommen. Und diese Blockade, diese Traurigkeit, auch zieh dich so ein bisschen zurück und du möchtest wieder in dein Vertrauen, in dein Urvertrauen, in diese feste Partnerschaft und diese Nähe und Verbundenheit, möchtest du wirklich auch, spürst du ohnehin, aber möchtest du das auch real leben, so nehme ich das sehr stark wahr. Also entweder hast du dich jetzt zurückgezogen, es kann sein, dass du dich richtig zurückgezogen hast, und das ist so für dich auch diese Traurigkeit, dass du also einfach auf deinen Weg nicht weiterkommst. Also du bist in sich gekehrt und trotzdem kommst du nicht von dieser Anziehungskraft, von diesem Gefühl kommst du regelrecht hier, also nicht weg. Ne? Dein Gegenüber, er wird auf jeden Fall, also das ist die Karte für, ja, dazu zu stehen, Verantwortung zu übernehmen, etwas Altes, also etwas,
ja, also ein Reifeprozess. Also bei deinem Gegenüber findet ein Reifeprozess statt, wo er immer mehr in das Gefühl kommt, Mensch, ich muss doch mal hier Verantwortung übernehmen. Mensch, ich muss doch mal endlich erwachsen werden. Ich kann dieses Kindergarten doch nicht mehr weiterspielen. Ja, wir sind nicht im Kindergarten. Also ich muss hier wirklich, also meine männliche Seite auch zeigen. So nehme ich das jetzt hier wahr. Gefühle sind sehr stark, der Neuanfang ist allerdings noch etwas blockiert in der Seelenpartnerschaft. Ja, also wie du siehst, ist hier die Karte, also er arbeitet daran, kommt doch immer mehr in seinen Selbstwert, in sein Selbstvertrauen, seine Bedürfnisse sind ihm auch immer wichtiger, also im Außen und ja, also er arbeitet daran, im Außen auch, ja, dass er wirklich sich an erste Stelle auch nimmt. So nehme ich das wahr. Und wie geht es jetzt nun mit euch weiter? Also ich sehe hier noch Stück weit, hier bei den einen oder den anderen kommt das mir ganz, ganz intensiv jetzt vor. Also ich sehe hier, dass eine gewisse Eifersucht oder Kontrolle da ist in dieser Liebe, in große. Vielleicht auch ein Stück weit bei dir, dass du so ein bisschen eifersüchtig bist. Also es gilt hier wirklich um Bewusstwerdung. Werde dir bewusst, ja, und was du auch möchtest, dass es auch deine große Liebe ist. Lass diese Kontrolle, lass diese Eifersucht los und geh in dieses Lebensfreude hinein. Also diese Unentschlossenheit, vielleicht auch entweder durch diesen Eifersucht oder durch diese Kontrolle, was du auch immer hast. Also blockiert das Ganze, diese Unentschlossenheit. Vielleicht siehst du auch bestimmte Bilder, die nicht der Realität entsprechen. Oder siehst du irgendwelche Bilder, wo du bestimmte Dinge nur annimmst. Und das blockiert das Ganze. Also es gilt wirklich für dich oder für euch beide, dass ihr in dieses Glück und Erfolg, in diese Energie hineingeht, dass ihr mehr bewusst werdet, in Lebensfreude seid, dass das hier auf jeden Fall eine große Liebe ist. So, wenn ich dieses Bild hier jetzt betrachte, kann das auch bedeuten, also an vielen unter euch, dass hier noch eventuell noch eine Partnerin auch eventuell besteht, eine feste Partnerschaft. Also du schaust da hinaus vielleicht auch eine karmische Partnerschaft eventuell. Es könnte auch bedeuten, dass hier in deiner Lebenslinie auch noch jemand da ist. Oder dass du sogar drei männliche Personen hast, wo du, also entweder sind das signifikante Verbindungen für dich, die also eine große Bedeutung in deinem Leben haben, oder sind die in deiner Lebenslinie. Vielleicht, aber auch, das könnte eine Vaterfigur sein, dass also er dich also sehr geprägt hat, also deine männliche Seite, aber es kann auch sein, dass du noch in einer Verbindung bist und noch jemand vielleicht, der eifersüchtig ist oder doch Gefühle für dich hat. Schau für dich. Also auf jeden Fall fällt mir hier auf, dass in deiner Lebenslinie zwei Männer da sind und dass es auch so, vielleicht ärgerst du dich auch darüber. Vielleicht ist das auch nicht so wirklich so die Erfüllung gewesen. Also auf jeden Fall schaust du auf deinen Herzensmenschen zu. Also du bist hier auch traurig, also du bist ehrlich und aufrichtig mit dir selber. Also du bist dir bewusst, dass es hier vielleicht auch nicht so wirklich dich erfüllt und das macht dich traurig. Deswegen schaust du hier in dieses Bild hinein. Wir schauen jetzt mal deinen Herzensmenschen. Also der strahlt auf jeden Fall sehr viel Lebensfreude für dich aus. Also die Nähe und Verbundenheit ist da. Und auch, also entweder hat er Selbstwertthemen oder aber auch kann jetzt auch hier noch eine bestehende Partnerschaft hindeuten. Also dein Seelenmenschen nehme ich jetzt hier, war mit sehr viel Gefühl, dich auch. Gefühl steht immer für das Element Wasser. Also entweder hat er also bestimmte Elemente, bestimmte Planeten oder bestimmtes Sternzeichen, Aszendent oder Mondzeichen in dieses Wasserelement auf jeden Fall.
Also der ist sehr romantisch, sehr gefühlsvoll, nehme ich aber auch noch ein Erdelement zusätzlich wahr. Also ist auch so ein Stück weit auch besitzt ergreifend auch in seiner Lebenslinie. Also ist momentan das Häusliche und das Familiäre, ist momentan kränkelt es hier und ist blockiert. Oder es kann auch bedeuten, dass er also nicht so wirklich bei sich selber ankommen kann. Und dadurch ist dieses Neuanfang noch eventuell bei ihm blockiert. Jetzt schau für dich, was diese Legung für dich auf jeden Fall bedeuten kann. Also, wenn ich jetzt deinen Herzensmensch hier mal näher also betrachte, für ihn ist es das Häusliche wichtig, ihm ist die Nähe wichtig, also auch die feste Partnerschaft ist wichtig, das Vertrauen. Allerdings, was zwischen euch ist, ist eine weite Entfernung und das weite Entfernung oder eine Distanz da und was blockiert das Ganze. Vielleicht ist das auch wirklich das Altersunterschied. Und deswegen ist er unentschlossen. Also die Lebensfreude kommt aber auch bei ihm zurück und die freudige Überraschung umso mehr auch in sein Leben, umso mehr er seine Intuition folgt. Wenn ich dich jetzt mal hier näher betrachte, also für dich ist momentan, hast du so eine traurige Phase vielleicht, also eine Blockade oder ärgerst du dich. Also auf jeden Fall, die Kreuz 9 steht für mich nicht für so eine positive Aussage. Das ist immer so eine Stagnation, Blockade, Tränen, Traurigkeit, irgend sowas, ja. Und das steht hier, du weißt ja auch nicht, wie das hier weitergeht. Auch jetzt vielleicht spirituell nimmst du vielleicht auch eine Hilfe an, damit du wieder in deine Kraft kommst, in deine Stabilität kommst, in deine Bewusstwerdung kommst. Was ich hier bei dir besonders stark sehe, dass dein Seelenmensch oder dein Herzensmensch hier auf jeden Fall deine große Liebe ist und dass du hier auch eventuell eifersüchtig bist, Verlustängste hast, die Sachen zu sehr kontrollierst und vielleicht auch die Kommunikation ist hier blockiert und deswegen bist du auch vielleicht auch deswegen so misstrauisch. Jetzt fühle mal jetzt in dich hinein, welche Aussage am meisten auf dich passt. So, und weil das natürlich so schön ist, habe ich hier wunderschöne Karte von Jacques Bezzano für dich. Und das ist jetzt heute der Stand der Dinge. Und also ich werde euch auch natürlich die Mokka-Legung auch machen und andere Legungen auch. Aber heute wird das nicht mehr der Fall, denn ich habe jetzt gleich doch noch einen Termin. Und das ist so, also wenn jetzt zum Beispiel einer mich lieb fragt, auch wegen Berufstätigkeit oder wie auch immer. Ich habe jetzt jemand, also wir machen noch gleich eine Hypnosesitzung. Also wenn du auch dennoch so arbeitest und gar keine andere Möglichkeit gibt, dann mache ich vielleicht eine Ausnahme oder wir schauen jetzt einfach. Also auf jeden Fall freue dich über dieses Video. Jetzt schauen wir deine Seite an. Was raten dir die Karten? Wir haben auch bald irgendwie Portaltage, ne? Also muss ich gucken. Ich weiß es gar nicht, ob wir das eventuell heute schon haben. Ich muss mal schauen. Hoppala, fast in den Kaffee gefallen. Ja, die Karte. Ah ja, und ich wollte euch noch mal sagen, ich wollte mich bedanken für den Livestream, dass es so viele angeschaut haben. So, und ich habe jetzt von meinem Schüler gestern gehört, also er hat es gar nicht verstanden, wie ich das gemeint habe mit den negativen Kommentaren. Natürlich habe ich das, ihr könnt euch sicherlich daran erinnern, dass es zwei Zwischenfälle gab, wo ich keinen Livestream mehr gemacht habe. Und deswegen kam mir das in den Sinn, habe das dann auch längere Zeit nicht mehr gemacht. Wenn nochmal sowas vorkäme, fände ich das schade. Deswegen war jetzt die Aussage, natürlich kann ich auch Kritik vertragen, aber ich finde das immer, dass das halt freiwillig ist. Und
Ja, das ist nur wirklich für die Leute, denen das interessiert, ja. So, für den Herzensmensch. Das muss ja auch nicht jeder alles gucken, ne? Das ist doch auch okay. So, der Herzensmensch, dein Seelenmensch, dein Seelenpaar. So, ich hoffe, euch gefällt das. Das sind aber so Legungen bei mir, die nicht so eine lange Aussage haben, weil ich ja auch immer wieder neue mache. Und das kann sich ja auch teilweise täglich ändern. Und das soll natürlich auch für euch eine Begleitung sein. Und das ist so eine Tendenz. Ja, und natürlich geht es wirklich auch darum, wenn du in deine Situation eine Legung möchtest, dann komme auf mich zu. Was euch verbindet, also ihr habt beide noch zu sehr Erwartungen einander und das ist nicht gut, weil die Seelenpartnerschaft, diese bedingungslose Liebe ist ohne Erwartung. Liebe den, auch wenn er für dich überhaupt nichts bereit hat, auch wenn er nicht auf dich zukommt, auch wenn er dich blockiert, du sollst immer in der Liebe sein und auch er. Also es gilt darum, also ihr seid noch in der Erwartungshaltung und das lässt das Ganze stagnieren. So, bei dir geht es darum, also fühlst dich verraten, also ein Stück weit das Verrat, also das Verrat spielt hier eine Rolle, ja. Schau mal hier, er geht hier mit einer anderen Frau und macht dir zwar so schöne Augen, immer noch, und verlässt dich und verrät dich, und Verräter, und geht jetzt hier mit einer anderen Frau. Wahnsinn, ja? Und also für dich, ja, ist das so eine Angst einfach. Also du hast Angst, du hast ihn vielleicht auch verloren, vielleicht ist auch irgendwelche Ängste hat er in dir getriggert und hochgeholt, also wie du siehst. Und es geht auch wirklich darum, also mehr ins Vertrauen zu kommen. Ja, dass man also regelrecht hier in den Vertrauen hineingeht, dass diese Beziehung also dennoch weitergeht, ja. So, du fühlst dich ungewollt, also du fühlst dich zurückgewiesen, ungewollt, du fühlst dich hier vielleicht auch nicht gesehen, so stehst du hier wie ein Mauerblümchen und also es geht wirklich darum, dass du deine Schönheit erkennst, dass du dein Strahlen erkennst. Schau mal hier, was ich dir mitgebracht habe. Schau mal hier, wie diese Rose, ja. Die sagt auch gar nichts, fragt auch gar nichts, ob die Menschen sie schön finden. Sie strahlt auch einfach. Also das wollte ich euch unbedingt hier mitbringen. Das ist meine wunderschöne Rose aus meinem Garten, die David Austin, ja, duftet auch herrlich. Also es geht wirklich darum, dass du genauso wie diese Rose erstrahlst und genauso deine Schönheit, von Natur aus deine Schönheit zeigst, deine Seele, dein gutes Herz, dein, ja, alles, was du in dir hast, ja, dass du, auch wenn du dich ungewollt fühlst, dann zieht es dich doch runter. Geh in deine Ausstrahlung, also du strahle das aus, was du auf Wirklichkeit bist und schon wendet sich alles auf Wolke 7 schweben, also auf Wolke schweben, ich sage jetzt immer Wolke 7, denn meine Kartendeck heißt ja Wolke 7, das weißt du ja, also auf Wolken schweben. Also umso mehr du deine Schönheit zelebrierst und apropos Schönheit, also Friseure haben geöffnet, Kosmetiker haben geöffnet, ihr könnt auch so ein bisschen noch. Also wirklich euch in Szene setzen, strahlt eure Schönheit und schwebt auf den Wolken. Und schau mal hier, wow, Unwiderstehlichkeit und du bist auch unwiderstehlich. Du bist auch wirklich unwiderstehlich, du hast wirklich so eine tolle Ausstrahlung. Und das ist wirklich unglaublich, ja. Und dann schon wendet sich das Blatt. Weil hier fühlst du dich noch verraten. Und das ist die Botschaft für dich. Ja? So, jetzt schauen wir mal deinen Gegenüber.
da bin ich wirklich zu sehr gespannt. Also, bei ihm war die falsche Geisteshaltung, ja? Er hatte eine falsche Geisteshaltung oder hatte das auch. Und, also wie du siehst, es ist also zwiespältig, er weiß ja nicht. Was soll er denn machen? Soll ich links, soll ich rechts, soll ich links, soll ich rechts? Ene, mene, meck und du bist weg, so ungefähr. Also, wie du siehst, also er versucht, sich zu entscheiden, ist aber zwiespältig. Also ich bin jetzt total in so einer Leichtigkeit, deswegen auch so ein bisschen bei den Legungen auf meine leichte Art. Ich hoffe, das gefällt dir einfach, ja? Es geht bei deinem Gegenüber um die vollkommene Hingabe. Also man kann nicht bisschen, also es gibt auch eine tolle Sprichwort, ich weiß nicht, wie ich das Deutsch sagen soll. Also in Ungarisch heißt das, also es geht nicht, dass die Ziege satt wird, aber der Kohl noch übrig bleibt. Das funktioniert nicht. Also vollkommene Hingabe, entweder oder, ja. Und also er muss sich schon hingeben, ja. Denn ich sehe ihm schon hier, dass er nachts deine Bilder anschaut. Also hier der Wollust. Also er will schon. Er will schon, kann der aber nicht, ne? Und er träumt von dir, ja? Guckt er deine Bilder an, ja? Und hat aber auch so ein bisschen Angst, du könntest ihn irgendwie benutzen. Also dieses benutzt werden, das ist bei ihm ein großes Thema. Wie auch immer, ja? Und also der hat richtig erotische Gefühle für dich, wow. Erotische Gefühle für dich, unglaublich, ja. Und er wünscht sich auch die Intimität mit dir. Das ist aber meine Aussage hier. Ja, vielleicht denkt er auch, entweder hast du ihn losgelassen oder er lässt seine Wünsche. Ja, ich denke schon, du hast ihn losgelassen, ja, du winkst ihm. Ciao und bye bye. Winkst du ihm und umso mehr kommt er halt in dieses Gefühl hinein. Also ich habe das Gefühl, du hast ihn noch mehr losgelassen. Wir fragen jetzt die Liebesorakel Amors Botschaften für dich und auch für ihn. Wir sind eure Gefühle. Und also ich schaue, ob ich noch heute Abend das Betthüpfel für dich mache, könnte ich eigentlich nach der Hypnose, ich gucke nochmal. So, konzentriere dich auf dich, auf jeden Fall. Ja, was fühlst du denn für ihn? Mhm. Und was fühlt dein Gegenüber für dich? Na, jetzt bin ich gespannt. Mhm. Also in erster Linie ist der romantische Liebe bei deinem Gegenüber. Amors Pfeil hat getroffen und da kommt die Vergebung. Also entweder bittet er dich um Vergebung, das Leben ist zu wertvoll, um es sich zu verderben. Vielleicht auch hier für dieses Zwiespältige. Also ich habe das Gefühl, er bittet dich um Vergebung. So, und du bist so in deine Kraft gekommen, dass du sagst, ich habe die Kraft, auch Nein zu sagen oder zu gehen. Adieu und tschüss, tschüss, bye, bye. Ne? So nehme ich dich jetzt hier schon irgendwie wahr, dass du schon in deine Kraft bist. Du weißt, was du willst, aber du bist in deine Kraft. So, und was verbindet euch das? Manifestieren, also die Manifestation. Deine Träume werden in Erfüllung gehen. Natürlich werden die in Erfüllung gehen. Wichtig ist, dass du dich klar ausdrückst, dass du klare Wünsche hast, klar und deutlich, das, was du willst, ja, und dass du dir das auch immer wieder vorstellst. So, meine Lieben, ich hoffe, das hat euch gefallen oder hat dir gefallen und bist du mit in Resonanz gegangen. Wenn das der Fall war, natürlich freue ich mich über einen Like. Und umso mehr freue ich mich natürlich, wenn du das nächste Mal auch hier live dabei bist und mir zuschaust oder mit mir gemeinsam die Karten mischst. Am einfachsten ist es für dich. Klicke auf den Button unter dem Video rechts unten, abonnieren und klicke nochmal auf die Glocke, damit du natürlich auch benachrichtigt wirst, wenn es etwas Neues und Spontanes von Kanal
Reka Spirit gibt. So, und jetzt sende ich dir ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus und sage Namaste, bis bald, deine Valeria.